das Bridgeboard A2486 von Commodore. Hat es nie gegeben, hätte es aber geben sollen. Dem Kenner ist bereits aufgefallen, dass diese Karte hier dem Commodore Bridgeboard A2386 zum Verwechseln ähnlich sieht. Und ja, damit liegt man gar nicht so daneben, denn dies war mal eine A2386. Angefixt durch, wie könnte es bei Bridgeboards anders sein, den blinden Germanen, den A1K Bridgeboard Papst Blind German, habe ich mich aufs dünne Eis gewagt und ihm nachgeeifert. In der Folge 20 der Erste Chips, dem damaligen Bridgeboard-Finale, konntet ihr eine ganz ähnliche Karte schon mal in Aktion sehen. Also, eine Wiederholung? Fällt dem mit nichts Neues mehr ein? Naja, schauen wir mal. Nochmal ganz kurz für die, die die Bridgeboard-Folgen der Yesterchips noch nicht gesehen haben. Ein sogenanntes Bridgeboard oder auch Brückenkarte für den Amiga ist eine Zorobus-Steckkarte, die einen IBM-kompatiblen PC beheimatet, dessen Software ausführen und dabei die Schnittstellen des Amigas mitnutzen kann. Wie sah die Ausgangssituation bei dieser Karte mal aus? Die Commodore A2386 ist ausgestattet mit einem Intel 386 SX Prozessor, getaktet mit entweder 16, 20 oder 25 MHz, wobei die 20 MHz Variante die gängigste ist, so war dies auch hier. Maximal können 8 MB Arbeitsspeicher in ZIP-Bausteinen installiert werden. Mit dieser Ausstattung ist sie die leistungsstärkste Brückenkarte von Commodore und man kann mit ihr durchaus schon einiges anfangen. Die 25 MHz Variante schafft auf Norton SysInfo 7.0 einen Vergleichswert von 18,9, ein guter Wert. Eben diese Karte hatte ich hier in diesem Amiga 2000 eingebaut. Das komplette Setup war bereits lauffähig, als ich die Karte ausgebaut habe, zwecks dem Tuning-Umbau. Die Grafikausgabe ist die schnellstmögliche bei einem Bridgeboard, nämlich eine separate ISA VGA Grafikkarte, so dass ich das Bridgeboard nicht mit der Grafikemulation abquälen muss. Meine Erwartungshaltung ist also jetzt, dass ich die frisierte Karte einfach wieder einbaue, verkable und das Schätzchen dann direkt rennt. Ja, und was soll ich sagen? Das Ding läuft! Ja, spätestens aber jetzt muss ich klarstellen, dass nicht ich der Tuner dieser Karte war. Es war sozusagen eine Auftragsarbeit. Cessna Pilot und Matti Muck, beide unterwegs im A1K Forum und auch auf der Retropulsiv in Augsburg, haben an dieser Karte ihre fachkundigen Löterhände angelegt und diesen wunderbaren Umbau getätigt. Also Jungs, vielen, vielen lieben Dank dafür. Es gehört einiges an Vertrauen dazu, eine derart seltene und entsprechend wertige Karte wie eine A2386 in fremde Hände zu geben, damit diese dann daran auch noch herumlöten. Aber bei den beiden Spezialagenten, da hatte ich fast keine Zweifel. Ein paar Anpassungen müssen wir aber noch machen, sonst läuft das System nicht. Zunächst einmal müssen wir im BIOS der Brückenkarte die Systemgeschwindigkeit auf Low stellen. Und keine Panik, das tut uns nicht weh. Dann brauchen wir noch die beiden Tools namens bpcpuclk.com und cache486.exe. In dieser Reihenfolge müssen die Befehle auch in der AutoExec.bat am besten ziemlich am Anfang gestartet werden. Als erstes Bridgeboard CPU Clock. Dieses Tool setzt die Systemgeschwindigkeit wieder auf High, wetzt also aus, dass wir im BIOS die Systemgeschwindigkeit zuvor auf Low gesetzt haben. Verzichten kann man darauf leider aber nicht, da diese Umstellung von High auf Low und andersherum, wie es scheint, vom BIOS der Brückenkarte nicht so richtig durchgeführt wird. Also wir brauchen auf jeden Fall dieses Tool, auch wenn es auf den ersten Blick jetzt ein bisschen paradox erscheinen mag. Danach
kommt Cash 486 2+. Das 2+ hinter Cash 486 bewirkt, dass nicht nur der 8 KB große Cache des 486ers aktiviert wird, sondern auch die Taktverdopplung einkuppelt. Ohne 2+ läuft die CPU nur auf 25 MHz. Und das kann man bei Bedarf sogar im laufenden Betrieb umschalten. Kostbaren konventionellen Arbeitsspeicher fressen diese Tools glücklicherweise nicht und man braucht sie eben, sonst verzichtet man auf einen großen Teil der zusätzlichen möglichen Leistung. Ja, und wenn man einen 486er hat, was testet man damit? Ja, ist ja ganz logisch, ne? Und da muss ich sagen, dass man den Powerzugewinn richtig merkt. Unter dem 386er muss ich den Screen recht klein einstellen und die Graphic Details auf Low setzen, damit man einigermaßen flüssig spielen konnte. Jetzt mit 486er Power ist der Rahmen um das Spielgeschehen deutlich kleiner und die Details stehen auf High. So macht das richtig Spaß und ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich seinerzeit, als ich einen echten PC mit ganz ähnlicher Konfiguration hatte, Doom in eben dieser Einstellung bei mir gelaufen ist. Und was sagt nun Norton SysInfo 7.0? Wir Amiganer stehen ja schließlich auf alles, was irgendwie SysInfo heißt, ja? Auch wenn es nun bedingt Sinn macht. Tja, das spricht Bände. Ein stolzer CPU-Index von 70 Punkten. Das ist eine massive Steigerung im Vergleich zum 25 MHz getakteten 386er mit seinen knapp 19 Punkten. Was musste nun alles hardwareseitig geändert werden? Eigentlich nicht so viel. Zumindest, na ganz klar, es musste ein passender Prozessor her. Das hier ist ein TI 486 50 SXLC G50PQ. Also ein für 50 MHz ausgelegter 486er SX-Prozessor von Texas Instruments. SXLC ist hier ähnlich zu verstehen wie SLC. Das kennen wir von den Vortex Golden Gate Prozessoren. Es sind keine wirklichen 486er Prozessoren, sondern frisierte 386er. Einen wirklich richtigen 486er können wir nicht verwenden. Diese Prozessoren kriegt man immer noch für recht schmales Geld gebraucht, zumindest Stand 2018. Dann braucht man freilich auch einen passenden Quarzoszillator. Da rechnen sich meistens nicht mal die Versandkosten, so spottbillig sind die Dinge. Es ist ein 50 MHz Prozessor, also nehmen wir auch einen 50 MHz Oszillator. So, und jetzt darf man eins nicht vergessen, den Arbeitsspeicher. Ja, und genau da wird's jetzt knifflig, denn die alten ZIP-RAMs sind mittlerweile echt rar geworden. Und wenn man hier auch noch schnelle Bausteine haben muss, so wie wir in diesem Fall, dann ist man entweder auf gut Glück angewiesen oder eben auf gute Kumpels. Also dann doch wieder ein Gruß an Blind German. Danke nochmal für die RAMs. 60 Nanosekunden müssen die kleinen Teufelchen schon bringen und wenn man die vollen 8 MB haben will, dann braucht man stolze 16 Stück davon. Eine FPU bringt dir eh nix! Ja, das hört man oft, wenn es um den mathematischen Coprozessor geht und zwar völlig unabhängig von welchem System man da auch gerade spricht. Es ist richtig, wenn man nicht gerade sehr rechenintensive Operationen machen möchte, CAD-Programme beispielsweise. So eine FPU ist da dann unnötig. Zum Spielen braucht man sie definitiv nicht. Dieses permanente Abgewehrte führt leider bei mir dazu, dass ich die FPU auf meiner A2386 völlig vergessen hatte. Da war nämlich eine drauf. Dabei steht im Originalhandbuch von Commodore, dass man die optionale FPU immer so wählen muss, dass sie von der Geschwindigkeit her mindestens mit dem Hauptprozessor Schritt halten kann. Und eben das hatte ich vergessen. Eine 25 MHz FPU hat keine Chance in einem 50 MHz System. Zwar zeigt MSD dann ganz stolz einen 486DX Prozessor an, aber ich hatte viele lustige Fehler. Das System lief generell nicht ohne ein Wait State für die RAMs, was schon mal sehr ärgerlich war.
Dann konnte ich Norton Süß Info immer nur einmal ausführen, danach ging nichts mehr. Axel Follys Benchmark-Programm verabschiedete sich mit einem Runtime-Error, Microsoft Works konnte keine Tabellenkalkulation öffnen, ohne abzuschmieren und ganz, ganz schlimm, Hundefelsen 4C und A10 Tankkiller haben sich überhaupt nicht starten lassen. Offenbar haben all diese Anwendungen irgendwo, wenn auch teilweise völlig unerwartet, irgendetwas mit der FPU zu schaffen. Kaum war die FPU ausgebaut, lief alles so, wie es sollte, stabil und flott. Wer also eine FPU unbedingt haben will, der braucht einen entsprechend schnelle 387er und sowas scheint es nicht zu geben. 40 MHz sind das schnellste, was ich gefunden habe. Und ja, es heißt 387er. Wie gesagt, der TI-Prozessor ist kein wirklich echter 486er. Nach unserer Upgrade-Operation hier scheint also Commodores A2386er Bridgeboard ein echtes Skalierungswunder zu sein. Bis an den Anschlag hat dies ein uns bekannter Bayer freilich auch schon ausprobiert. 50 MHz, wie bei mir, gehen mit Passivkühlung noch klar. Daher habe ich meinem TI-Prozessor ein paar selbstklebende Kupferkühlerchen verpasst. Sieht schick aus, funktioniert. Spendiert man der CPU eine aktive Kühlung, also einen kleinen Lüfter, so kann man auch mit 66 MHz daherkommen. Das habe ich im Nachgang bei mir sogar realisiert, weil die 50 MHz Variante dann doch irgendwann seltsame Ausfallserscheinungen hatte. Doom und Süßinfo ließen sich plötzlich überhaupt nicht mehr starten und auch ein Warmstart war nicht mehr drin. Alles, wenn die Systemgeschwindigkeit durch Bridgeboard CPU Clock auf High gesetzt wurde. Und ohne dieses Tool macht's halt einfach keinen Spaß. Anstatt also auf Sicherheit zu spielen, wie man das normalerweise macht, und die CPU zu bremsen, bin ich nochmal ordentlich aufs Gas gedappt und siehe da, Speed bringt Stabilität. Damit marschiert der CPU-Vergleichsindex auf stolze 94,6. Doom läuft in Fullscreen. Aber so kurz vor der Warp-Schwelle gibt ein Saffron Cochrane natürlich nicht auf. Mit einem 70 MHz Quarz-Oszillator prügelte Blind German seinem TI 100,4 Sachen auf den CPU-Tacho. Der reinste Irrwitz, ja. Spätestens ab jetzt aber, quasi kurz vor der Kernschmelze, wird das System dann doch wackelig. Vielleicht würden hier noch schnellere RAM-Bausteine helfen, aber man muss eine seltene und entsprechend teure A2386 ja nicht mit Gewalt verheizen. Abschließend ziehe ich meinen Hut vor den Machern dieser Karte. Von 16 bis 66 MHz, das ist eine ordentliche Bandbreite, die schon einen gewissen Respekt abverlangt. Unterm Strich ist nun meine A2486 das schnellste Pferd in meinem Stall, wenn es um Bridgeboards geht und das macht mich dann doch schon ein kleines bisschen stolz. Eine Bitte noch. Wenn ihr auch so einen Umbau plant, so einfach wie es hier jetzt auch ausgesehen haben mag, dann macht dies bitte mit Umsicht und wenn ihr es euch nicht wirklich selbst zutraut, dann sucht euch jemanden. Bitte, bitte, keine toten Bridgeports mehr. Die Preise sind schon hoch genug und sterben tun die Dinger eh irgendwann von ganz alleine. Da müsst ihr nicht nachhelfen, ja? Bis denn dann, Adele, ciao und bye bye, euer Mick.